Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. In diesem Video, das im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn entstanden ist, soll es darum gehen, wie sich das Schreiben entwickelt hat. Dazu möchte ich einige kleine Momentaufnahmen zeigen, ohne dass wir hier den Anspruch haben, eine vernünftige, historisch exakte Rekonstruktion von irgendetwas vorzunehmen. Eine solche würde viel zu sehr in die Tiefe gehen, als dass wir das im Rahmen einer Vorlesung wie dieser mal eben schnell nebenher machen könnten. Aber wir wollen uns zumindest ein kleines bisschen mit diesem Thema beschäftigen. Schauen wir einmal in die Vergangenheit zurück, dann sehen wir, dass es schon sehr früh externalisierte Darstellungen gab. Beispielsweise hat man schon in grauer Vorzeit gezählt mit einfachen Kerbhölzern, indem man einfach Kerben in ein Stück Holz schlug. Dabei steht dann jede Kerbe für ein zu zählendes Element, also beispielsweise ein Schaf der eigenen Herde. Mit dem Zählen und Rechnen werden wir uns aber später noch beschäftigen. Es gibt auch schon sehr früh Schriftzeugnisse im weitesten Sinne. So hat man alte Höhlenmalereien gefunden, die schon aus prähistorischer Zeit stammen und in denen häufig Geschichten erzählt wurden. Im eigentlichen Sinne von Schriften spricht man dann aber erst später. Um 3300 vor Christus, also vor gut 5000 Jahren, beginnt dann die Geschichte der Schrift an mehreren verschiedenen Stellen. Zum einen haben in Mesopotamien, in der Gegend des heutigen Irak, die Sumerer die nach ihnen benannte altsumerische Schrift entwickelt. Zum anderen entstanden ungefähr um die gleiche Zeit in Ägypten die altägyptischen Hieroglyphen. Auch im chinesischen Sprachraum entstanden zu dieser Zeit erste Schriften. Es gibt also mehrere, mehr oder weniger zeitgleich und wohl unabhängig voneinander parallele Entwicklungen, die zur Entstehung der ersten Schriften führen. Das deutet darauf hin, dass hier in mehreren Kulturräumen mehr oder weniger gleichzeitig ein Bedarf an einer solchen Entwicklung bestand. Dieser könnte darauf zurückzuführen sein, dass die sozialen Gemeinschaften sich festigten, was häufig damit einherging, dass sich der Handel organisierte und sich Herrschaftsstrukturen herausbildeten, kurz, dass sich Hochkulturen bildeten. Diese frühen Schriften nennt man auch logographische Schriften, weil bei ihnen mit einem einzelnen Symbol jeweils ein ganzes Wort bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu verwenden wir in unserem lateinischen Alphabet Buchstaben, um ein Wort zu bilden. Dementsprechend wird Logos häufig als Wort übersetzt. Man kann das auch als Gedanke übersetzen. Da könnten wir mal den goethischen Herrn Faust befragen, was denn eine adäquate Übersetzung von Logos ist. Aber im Grunde genommen geht es genau darum, also dass ein Begriff fixiert, externalisiert wird. Wie das dann konkret geschieht, entwickelt sich über die Zeit. Es beginnt mit piktografischen Symbolen, bei denen gegenständliche Dinge abgebildet werden. Relativ schnell ging man dann aber dazu über, dass man auch Ideen und Konzepte, also abstrakte Dinge, darstellt und kommt damit hin zu den sogenannten ideografischen Symbolen. Auch das ist aber noch nicht das Ende dieser Entwicklung, sondern die Symbole verselbstständigen sich gewissermaßen, lösen sich also von den ursprünglichen Bedeutungen. In einer piktografischen Schrift könnte beispielsweise ein Symbol aus der Darstellung eines Kopfes mit einer kleinen Schale davor bestehen und dieses Symbol für einen Menschen stehen, der etwas ist. Ein solches Symbol gab es in den altägyptischen Hieroglyphen. In einer abstrakt logographischen Schrift dagegen könnte dieses Symbol für etwas stehen, das wir heute als Verb bezeichnen würden, nämlich das Verb essen. Die Symbole lösen sich so allmählich von der unmittelbaren Repräsentation eines Gegenstandes und stehen nunmehr eher für abstraktere Konzepte. Aber in jedem Fall haben wir es hier immer mit Wortschriften zu tun. Diese Entwicklung geht sehr flott vonstatten und schon ungefähr 500 Jahre nach der Entwicklung der ersten logographischen Schriften gibt es um 2750 vor Christus in Ägypten die ägyptische Segmentalschrift. Eine Segmentalschrift ist eine Schrift, bei der ein einzelnes Zeichen jetzt nicht mehr für einen Begriff steht, sondern man versucht jetzt stattdessen die Lautstruktur zu fixieren. Das ist ein ganz entscheidender Umschwung bei den Schriften, die nunmehr also ganz anders funktionieren und daher auch ganz anders aufgebaut sind. Wir haben es hier nun mit phonographischen Schriften zu tun, das heißt also ein Zeichen steht nunmehr für einen bestimmten Laut bzw. für eine bestimmte Lautfolge. So steht bei den Segmentalschriften also ein Zeichen nicht mehr für ein ganzes Wort, sondern nur für einen Teil eines Wortes. In Mesopotamien geht die Entwicklung in eine etwas andere Richtung. Die Sumerer entwickeln um 2450 vor Christus die erste Silbenschrift, eine sogenannte syllabische Schrift, bei der man ebenfalls eine Lautfolge, genauer gesagt eine Silbe, mit einem einzelnen Zeichen abbildet. Eine ähnliche Schrift entsteht dann knapp 1000 Jahre später auch auf Kreta, um 1500 vor Christus. Diese Linear B genannte Schrift ist der Nachfolger einer älteren Schrift Linear A, von der man nicht so recht weiß, ob sie noch eine logographische Schrift oder auch schon eine phonographische Schrift gewesen ist. Das ist deshalb nicht klar, weil diese Schrift bis heute nicht wirklich entziffert worden ist, sodass unklar ist, was es mit dieser Schrift auf sich hat. Das japanische Hiragana und Katakana beispielsweise sind Silbenschriften, die bis heute in Gebrauch sind. Auch dort stehen einzelne Zeichen jeweils für eine ganze Silbe. Praktisch zeitgleich mit der Entwicklung der Linie AB auf Kreta entwickeln gar nicht so weit weg von dort die Phönizier eine der ersten, vor allem aber für die weitere Geschichte der Schrift die wichtigste, alphabetische Schrift. Es hatte zuvor in Ägypten und auf heutigem syrischem Gebiet schon alphabetische Schriften gegeben, all dies Entwicklungen um die Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus.
Alphabetische Schriften sind das, was wir heutzutage in unserem Kulturraum und in vielen anderen auf der Welt ganz alltäglich nutzen. Auch wir fixieren Laute. Der Buchstabe B steht für einen ganz bestimmten Laut und diesen fixieren wir mit einem einzelnen Zeichen. Da wir in vielen Sprachen allerdings mehr Laute als Buchstaben haben, müssen wir manchmal auch mehrere Zeichen verwenden, um einen bestimmten Laut darzustellen. Das können diakritische Zeichen sein, wie die beiden Punkte über einem A, die aus diesem ein Ä machen, oder eine Buchstabenfolge wie CH für den Laut Ch oder Ch. An diesem Beispiel sehen wir, dass die Aussprache nicht alleine aus der Buchstabenfolge abgeleitet werden kann. Nicht zuletzt durch die räumliche Nähe zu anderen Gemeinschaften im Mittelmeerraum und weil die Phönizier regen Seehandel mit diesen betrieben, haben sich die ihrer Sprache zugrunde liegenden Ideen ausgebreitet. Ähnliche Entwicklungen gab es auch in anderen Teilen der Welt, wo sich alphabetische Schriften oft durch Kontakt zu anderen Kulturen entwickelt haben. Das geschah oft, aber keineswegs immer, auf der Basis älterer logographischer Schriften. Die von Japan und China beeinflussten Kulturräume sind dagegen Beispiele, dass die Entwicklung nicht zwangsläufig zu alphabetischen Schriften führen muss. Um 800 vor Christus entsteht dann das griechische Alphabet, das ganz wesentlich vom Phönizischen beeinflusst ist. Und aus diesem wiederum entwickeln sich dann später über das Etruskische und verschiedene Zwischenstufen die lateinischen Buchstaben, mit denen wir hierzulande bekanntermaßen bis heute schreiben. Es gibt aber auch komplette Neuentwicklungen von alphabetischen Schriften. So war beispielsweise im 15. Jahrhundert, jetzt nach Christus, das koreanische Hangul eine komplette Neuentwicklung, bei der man ohne historisches Vorbild und ohne eine allmähliche Entwicklung aus einem anderen System heraus eine neue Schrift erfunden hat. Wie also gerade schon gesagt, orientieren sich die logographischen Schriften zunächst einmal in erster Linie an der Wortbedeutung und ein Zeichen steht immer für ein Wort. Bei den phonographischen Schriften hingegen haben wir von vornherein eine gewisse Abstraktion bei der Externalisierung, also bei der Verwendung der Zeichen. Dies haben wir teilweise auch schon bei den logographischen Schriften gesehen, aber bei den phonographischen Schriften ist das noch einmal viel deutlicher. Da spielt die Wortbedeutung überhaupt keine Rolle. Die Zeichen dienen lediglich dazu, dass wir die Laute auseinanderhalten können. Wenn wir ein Wort, eine Buchstabenfolge, eine Zeichenfolge sehen, wissen wir zumindest ungefähr, wie wir sie aussprechen müssen. Natürlich hängt es zum Teil vom Wortkontext ab und es gibt immer Interpretationsspielräume, sodass derselbe Buchstabe auch innerhalb einer Sprache durchaus unterschiedlich gesprochen werden kann. Bei den phonographischen Schriften hatten wir gerade schon gesehen, dass es verschiedene Variationen oder Schrifttypen gibt. Unter anderem hatten wir die Segmentalschriften gerade schon angesprochen, wie die altägyptische Segmentalschrift. Diese bilden mitunter nur einen Teil der Laute ab, beispielsweise nur das Konsonantengerüst, sodass also nur die Konsonanten aufgeschrieben wurden. Man wusste dann gewissermaßen, wie die Vokale dort hineinzufüllen sind. Die Segmental- und Silbenschriften sind in der Regel Weiterentwicklung von logographischen Schriften. Das lässt sich bei fast allen, aber eben nur fast allen, diesen Schriften nachweisen. Sie kommen mit einem deutlich kleineren Bestand an Schriftzeichen aus als die logographischen Schriften, weil wir nicht mehr für jedes Wort ein einzelnes Zeichen benötigen. Aber wir brauchen immer noch für jedes Segment oder für jede Silbe ein Zeichen. Das heißt, wir benötigen immer noch einen recht großen Bestand an Schriftzeichen. Wir haben außerdem, wie gesagt, einen relativ hohen Abstraktionsgrad, weil wir uns von der Wortbedeutung ja schon gelöst haben. Die alphabetischen Schriften treiben das, wenn man so möchte, noch einmal eine Stufe weiter. Sie kommen mit sehr wenigen Schriftzeichen aus, typischerweise 20 bis 40 Zeichen. Die Alphabete, die deutlich mehr Zeichen benötigen, sind dann auch meistens keine alphabetischen Schriften. Ein solcher kleiner und beschränkter Zeichensatz hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel sind diese Systeme in der Regel viel leichter zu erlernen und einfacher zu verwenden und damit verbreiten sie sich auch stärker. Daher sind dann meist viel mehr Leute in der Bevölkerung in der Lage, diese Schrift zu erlernen und damit eben auch zu nutzen. Das ist beispielsweise auch die Hauptmotivation gewesen, als man seinerzeit in Korea diese Neuentwicklung des Hangul eingeführt hat. Der damalige König bzw. seine Berater standen vor dem Problem, dass in der koreanischen Bevölkerung viel zu wenige Leute lesen und vor allem schreiben konnten. Bis dahin wurde das chinesische Alphabet benutzt, das aber aus verschiedenen Gründen für die koreanische Sprache problematisch war. Es gab also viel zu wenige Leute, die in der Lage waren, diese komplizierten Schriftzeichen zu erlernen, und man hatte sozusagen einen Fachkräftemangel. So versuchte man daher einen höheren Alphabetisierungsgrad zu erreichen. Allerdings hat es dann dennoch recht lange gedauert, bis das gelungen ist. Langfristig hat sich diese Initiative dann aber doch als erfolgreich erwiesen. Wer sich mehr für diese Themen interessiert, dem kann ich dieses Buch empfehlen, Universalgeschichte der Schrift von Harald Harman, das gerade auch schon auf den Folien als Fußnote erwähnt wurde. Darin ist die Geschichte der Schrift sehr gut dargestellt. Wer sich dafür also näher interessiert, der findet hier eine lohnenswerte Lektüre, wo man sehr viel über die Entstehung der Schrift erfährt. Ich sollte allerdings auch dazu sagen, dass das dann mit unserer Vorlesung nicht mehr so ganz viel zu tun hat. Es ist also mehr etwas für den Spaß nebenbei und für die Allgemeinbildung. Wie vorhin schon angedeutet, ist Schrift in Handel und Verwaltung schon relativ früh verwendet worden. Das zeigt, dass Schrift nicht einfach so entstanden ist, sondern dass man schon bestimmte Zwecke damit verfolgte. Um 3000 vor Christus kamen die ersten Hochkulturen auf, beispielsweise eben in Mesopotamien, Babylon als eine sehr bekannte, aber natürlich nicht nur dort.
Dort hat man dann unter anderem solche Schrifttafeln gefunden, wie wir sie hier gerade auf dieser Abbildung sehen. Dabei handelt es sich um eine Tontafel, auf der Zeichen in Keilschrift eingeprägt sind. Diese Tontafel ist datiert auf ungefähr die Zeit zwischen 2350 und 2100 vor Christus. Der Ersteller dieser Tafel hat hier ein kleines Schilfrohr oder ein Stäbchen aus Knochen oder Elfenbein genutzt, das er an dem einen Ende eine stumpfe runde Form, an dem anderen eine spitze Form hatte. Damit konnte er dann auf unterschiedliche Weisen schreiben. Mit dem stumpfen Ende hat man typischerweise Zahlen geschrieben, mit dem spitzen Ende hat man solche Symbole in den Ton ritzen können, wie wir sie hier in den feineren Linien auf dieser Tontafel sehen. Diese Tontafeln können getrocknet oder auch gebrannt werden und auf diese Art und Weise können wir nun Informationen externalisieren. Das ist genau das Ziel, was wir mit Schriften verfolgen. Vor der Erfindung der Schrift hatte man mündliche Sprachen, es war also alles flüchtig. In dem Moment, wo man Aufzeichnungen anfertigen kann, können wir Informationen abspeichern, sie externalisieren. Das beginnt, wie schon gesagt, bereits mit den Höhlenmalereien, aber hier haben wir nun erweiterte und auch präzisere Ausdrucksmöglichkeiten. Das technische Medium, das hier verwendet wird, in diesem Fall also die Tontafel, ermöglicht es, das Ganze dauerhaft zu speichern. Das bedeutet, dass man zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen kann, um beispielsweise nachgucken zu können, wie viel Getreide am Ende des Jahres noch übrig ist, wie viel am Anfang da war und wie das im Vorjahr aussah. So kann man bestimmte Dinge nachvollziehen. Man kann diese Tontafel natürlich auch von einem Ort zu einem anderen transportieren. Die Tafel sieht hier relativ groß aus. Tatsächlich ist das aber nur ein ganz kleines Täfelchen. Genutzt wurde so etwas beispielsweise als eine Art Paketschein oder Warenbegleitbrief. Diesen konnte man dann zum Beispiel dem Leiter der Karawane, also quasi dem antiken Vorläufer des DHL-Paketboten, mit auf den Weg geben, der die Tafel dann anschließend an den Empfänger übergeben konnte. Der Empfänger konnte der Tafel dann entnehmen, was denn in der Lieferung hätte enthalten sein sollen, und überprüfen, ob er auch all das bekommen hat, was er hätte bekommen sollen. Auch andere Nachrichten konnte man auf diese Weise natürlich übermitteln. Zunächst einmal steckt in diesen Zeichen keinerlei Bedeutung. Das heißt, erst einmal weiß man gar nicht, wofür die Zeichen stehen. Wenn wir auf diese Tafel schauen, fragen wir uns erst einmal, was denn dort eigentlich notiert sein soll. Tatsächlich hat man sie aber entschlüsseln können und kann so die Bedeutung rekonstruieren. Und im Grunde war es damals ebenso. Wenn man eine solche Tafel jemandem hat zukommen lassen, musste der Empfänger natürlich wissen, wofür diese Zeichen stehen. Damit er das kann, müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. So muss man ein gemeinsames Verständnis von Symbolen, von Schriftzeichen haben, damit das Gegenüber diese Zeichen auch wieder sinnvoll interpretieren kann. Ansonsten sind das erst einmal nur Linien in Ton, die zunächst für nichts stehen. Die Zeichen tragen zwar die Bedeutung nicht in sich, aber sie sind wieder interpretierbar auf der Seite des Empfängers. Als diese Hochkulturen aufkommen, ist der Handel eine wichtige treibende Kraft, aber auch die Verwaltung hat entsprechenden Bedarf an solchen Hilfsmitteln. Denn auch ein Staat ist sozusagen nur ein Mensch, das heißt, er will leben und braucht dafür Geld. Er braucht also beispielsweise so etwas wie Steuern, die er irgendwie eintreiben muss. Dafür sind vor allem auch Berechnungen notwendig. Und auch das ist wiederum eine ganz lange Geschichte, die man hier nun erzählen kann. Das bringt mich zu meinem nächsten Buchtipp. Wer sich dafür näher interessiert, dem sei dieses sehr schöne Buch ans Herz gelegt, aus dem auch das Bild hier auf der Folie stammt. Das Buch heißt Die Evolution der Informationstechnik. Es ist ein Bildband, der begleitend zu der Dauerausstellung im Heinz-Nixdorf Museumsforum hier in Paderborn entstanden ist. In diesem Buch werden anhand ausgewählter Artefakte einzelne Punkte der Geschichte der Informationstechnik illustriert und beschrieben. Im Museum wird das Ganze natürlich noch viel ausführlicher und mit deutlich mehr Ausstellungsobjekten gezeigt. Wenn es euch also möglich ist, würde ich euch empfehlen, diese sehr lohnenswerte Ausstellung zu besuchen. Man kann dort deutlich mehr als einen Tag verbringen, wenn einen diese Themen interessieren. Aber auch bei einem einmaligen Besuch erfährt man schon eine ganze Menge. In dem Museum wird die Geschichte der Informationstechnik so erzählt, dass es nicht nur um Geräte geht, sondern vor allem darum, zu welchen Zwecken diese ganzen Artefakte, mit denen wir es hier zu tun haben, entwickelt worden sind. Diese Geschichte beginnt dementsprechend auch vor 5000 Jahren. Auf der ersten Etage des Museums gibt es erst ganz am Ende den allerersten Computer. Alles andere auf dieser Etage ist noch Vorgeschichte des Computers, aber im Grunde genommen eben alles Dinge, die für die Informatik dann später eine Rolle spielen. Das soll es als kurzer Einblick in die Geschichte des Schreibens gewesen sein, mit Hinweisen darauf, wo ihr bei Bedarf viel mehr erfahren könnt. Das war's für den Moment. Tschüss, bis zum nächsten Video.